Hi, ich bin wieder da. Ich grüße euch. Willkommen zu The Nosy Rosy am Freitag. Ja. Yo, ich war jetzt über einen Monat verhindert. Ich habe auch ganz viele Begründungen dafür. Erstmal habe ich einen Umzug hinter mir, eine Trennung und noch diverse, einen neuen Job und noch diverse andere Dinge, die mich wirklich daran gehindert haben, ein Video zu drehen. Und dadurch, dass ich halt umgezogen bin, hatte ich auch nicht wirklich fest Internet gehabt. Ich hatte die ganze Zeit nur einen Webstick gehabt und der hat mir viele Probleme bereitet an meinem Computer, auch mit meiner Technik. Das heißt, mein Schneidprogramm ging auch erstmal flöten, weil mein Laptop den Stick anscheinend nicht haben wollte. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich ja wieder für euch da und ja, los geht's. Bevor ich anfange, die Themen der letzten Wochen nochmal nachzuholen, möchte ich erstmal Jana und Mine begrüßen, unsere beiden neuen Nosy Rosies am Donnerstag. Die habe ich nämlich noch nicht begrüßt und auf dem Wege möchte ich sagen, herzlich willkommen bei uns, bei unserer momentan mehr oder weniger chaotischen Gruppe. Und ich möchte noch der Sandra alles Liebe nachträglich zum Geburtstag wünschen. Die hatte nämlich letzte Woche Freitag Geburtstag. Und deswegen mich nochmal alles Gute nachträglich. Ja. Yo, Themen der letzten Wochen waren Coming Out, Witz und Reaktion auf das Outing deiner Freunde. Ich packe das Thema Outing und Reaktion packe ich erstmal zusammen und am Ende des Videos werde ich noch den ein oder anderen Witz erzählen. Mal gucken, was kommt. Ja, Outing. Sagen wir es mal so, ich bin bei meinen Freunden, also bei meinen wirklich engen Freunden, bin ich alle geoutet. Und auch wenn ich neue Menschen kennenlerne und es zur Rede kommt, dann oute ich mich eigentlich auch. Ja, und ehrlich gesagt bin ich noch nicht in meiner ganzen Familie geoutet. Was heißt nicht in der ganzen Familie? Der Einzige, der das weiß, ist mein großer Bruder. Also meine Mutter weiß es noch nicht und mein Vater auch nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall noch vor, erstmal meine Mutter zu sagen. Und dass ich halt mich noch nicht so ganz geoutet habe, bei allen hat auch private Gründe. Das heißt also, ich fühle mich da noch nicht so ganz bereit dafür, es den allen einfach offiziell zu kündigen. Nicht solange ich noch zu Hause wohne, möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Und die Reaktion meiner Freunde war, die waren eher alle überrascht. So, ah, wie jetzt? Wussten wir gar nicht. Krass, hätten wir auch gar nicht gedacht. Obwohl ich niemals so getan, als wäre ich nicht, zum Beispiel in der Schulklasse oder so. Also ich habe niemals irgendwie unbedingt getan, als sei ich eine Hetero-Frau und denke, boah, ist das ein geiler Macker. Leckerchen. Also so war ich nicht. Ich habe mich dann doch eher so bei den Themen zurückgehalten, gar nichts gesagt und ja. Wenn ich es nicht gecheckt habe, kann ja auch nichts für, oder? Ne? Nein, ich habe sie dann auch mal auf einer Party, habe ich das dann angefangen, der ersten und den zweiten zu sagen. Und dann immer mehr und auch als das raus war, war für mich auch einfach erstmal ein tolles Gefühl gewesen. Die haben das auch sehr positiv aufgenommen. Also schlechte Erfahrungen habe ich damit bisher noch nicht gemacht. Klar, gibt es auch Unverständnis, dass die einen sagen, wie, geht doch gar nicht und kann man das überhaupt Sex nennen, was ihr da macht und bla 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 so. Also okay, wenn die Leute keine Fantasie haben, kann ich auch nichts für. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, immer es jeden Punkt genau zu erklären, weil viele meinen, ja, kann man das denn wirklich Sex nennen, wenn da kein Penis vorhanden ist? Denke ich nur so, wie so ein Penis. Also, braucht man den wirklich? Nein, braucht man nicht. Nein, also ich habe eigentlich doch zum größten Teil damit positives Feedback habe ich doch eher zurückbekommen als negatives. Die fanden das eigentlich alle ganz interessant und lustig und fanden auch gut, dass ich mich dann auch im Nachhinein geoutet habe und auch so ehrlich gewesen bin. Ja, also wie ihr merkt, zu dem Thema habe ich nicht allzu viel zu sagen, weil ich nicht überall geoutet bin.
Und aber trotzdem mache ich das hier. Ich verstecke mich auch nicht sonderlich, aber ich denke sowieso, meine Mütter weiß es. Mütter wissen sowas. Nur sie sagen es nicht, ne? Die Mütter warten darauf, dass man zu ihnen hingeht und es sagt. Obwohl Mütter wissen es schon lange vorher, auf jeden Fall. Ja, wie es mit Vätern ist, weiß ich nicht. Also ich bin meinen jetzt nicht so tief verwurzelt. Also klar, wir wohnen zusammen und so, aber ich möchte ihm das jetzt auch erstmal nicht sagen, auf keinen Fall. Ja, kann ich noch was zu dem Thema sagen? Nee, nicht wirklich. Also, so da ich zu diesem Thema Coming Out nicht mehr viel zu sagen habe, denke ich mal, dass ich direkt zu den Witzen komme oder zu den Witz. Also, sehr beliebt waren ja Glühbirnenwitze. Der ein oder andere wurde erzählt, falls ihr euch noch erinnert, sonst guckt nochmal nach. Und ich habe einen gefunden, den fand ich im Gegensatz zu den anderen doch ziemlich lustig. Also, wie viele Lesben braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? 7. Eine, die sie auswechselt, 3, die einen Workshop dazu organisieren und 3, die darüber eine Videodokumentation machen. Der ist geil, oder? Also ich finde ihn lustig. Also, jetzt lache ich zwar nicht, weil ich den schon kenne. Okay, noch ein. Eine Lesbe geht zu einer Ärztin und sagt, Frau Doktor, immer wenn ich eine Zigarette rauche, muss ich Sex haben. Sagt die Ärztin, wissen Sie was, rauchen Sie mal eine, dann reden wir nochmal drüber. Was ist der Unterschied zwischen Schwulen und Lesben beim zweiten Rendezvous? Also, bei den Schwulen gibt es kein zweites und die Lesben bringen gleich ihren Möbelwagen mit. Wah, 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 wah. Ja, es gibt ehrlich gesagt nicht so viele tolle Witze. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu den anderen, die ja nicht so gerne Witze jetzt vielleicht mögen, ich mag Witze total gerne, wenn die jetzt nicht zu krass sind. Weil es gibt echt total krasse Witze, die mag selbst nicht mal ich in den Mund nehmen. Ne? Also, ich bin offen für lustige, sarkastische, böse Sachen. Böse Witze, bösen Humor. Aber es gibt echt Witze, also die haben es wirklich echt in sich und die möchte ich auch nicht weiter erzählen oder erzählt bekommen. Wenn jemand mir irgendeinen Witz erzählt, wenn es mit irgendwie mit Pädophilen oder Kinderschänder oder Tod, Krankheiten, Behinderungen, was soll ich zu tun haben? Und die erzählen mir wirklich so einen scheiß Witz. Also ganz ehrlich, ich muss mich echt beherrschen, dass ich manchen Leuten nicht einen aufs Maul hau. Mal im Ernst. Also, was soll denn das? Ist nicht lustig, auf keinen Fall. Ja, so. Da heute ist auch Themenfreiwoche, dann möchte ich auch mal so was Kleines, Offenes, falls die Zeit reicht. Ich gucke mal auf meine imaginäre Uhr, also eigentlich ist es ein Armband. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich drehe, werde ich ja gleich merken. und zwar wollte ich mal auf Lesbentreffs hinweisen. Und zwar im Sommer sind ja schon einige gewesen und im Frühling. Und jetzt am 13.11. kommen, also nächsten Samstag jetzt, ist auch ein Treffen wieder hier in Bremen. Und das Treffen spricht nicht Jüngere, sondern auch Ältere an. Also ich möchte jetzt gar nicht dazu jetzt Leute animieren herzukommen oder so. Wer will, kann kommen. Wer nicht kommen will, der kommt nicht. Aber was ich letztendlich damit sagen wollte, ist einfach, wenn es euch interessiert, genau, das ist eine Frage an euch. Wenn es euch interessiert, dass ich mal ein Video drüber machen sollte, über Lesbentreffs, zum Beispiel die im Internet angekündigt sind und organisiert sind, zum Beispiel über Schüler-VZ, Studi-VZ, Mein-VZ, Facebook, keine Ahnung, weiß der Geier, Lesopia, Lesarion, weiß ich nicht, wo die alle organisiert werden. Wenn ihr möchtet, dass ich mal ein Video drüber mache, über die Vor- und Nachteile, was sich das bringt, was sich das nicht bringt und warum man sowas machen sollte oder mal besuchen sollte, der kann mir schreiben, Kommentar, wenn ihr das sehen möchtet, dann kann ich das in der nächsten themenfreien Woche nochmal ausführlicher drüber berichten. Aber es gibt auch 2 Videos davon. Eins habe ich gemacht im Sommer. Ja, das war im Juli gewesen, steht auch drauf das Datum. Und eine Bekannte von mir hat
auch ein Video gemacht. Die Videolinks verlinke ich euch entweder hier oder da oder auf jeden Fall unten in der Infobox. Also, dann guckt euch das mal an, wenn ich... Ups, nicht umschmeißen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Und wenn nicht, dann wollt ihr das nicht. So, das ist auch jetzt mein Abschluss. Ich habe wieder Internet, ich habe wieder Zeit, ich habe wieder Ruhe. Das heißt, ich werde wieder regelmäßig erscheinen. Jeden Freitag, wenn ihr mögt, einfach mich aufklicken, anklicken, mein Video anklicken. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, was jetzt kommt, was ziemlich verregnet ist. Also hier, ich weiß nicht, ob es jetzt überall in Deutschland so ist, aber hier in Bremen regnet es die ganze Zeit. Regen, grau, ätzend. Jo, also haut rein, ihr Lieben. Ciao.